Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Dog-Vlog. Quasi das erste richtige Video in diesem Jahr. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, ich hatte eine Hand-OP und zwar auf der rechten Seite. Das heißt, ich war jetzt eine ganze Zeit ziemlich eingeschränkt und konnte deswegen weder Videos drehen noch Videos schneiden richtig. Und deswegen gab es jetzt so lange keine Videos. Die Hand ist noch nicht gut, aber besser. Deswegen probieren wir das jetzt mal. Ich habe auch letzte Woche schon angefangen zu vloggen. Musste das dann aber halt schmerzbedingt doch nochmal abbrechen. Es war dann doch noch ein bisschen viel für die Kamera. Für die Kamera, für die Hand. Nicht für die Kamera. Ja, wir haben heute den 4. Februar. Es ist Montag. Es ist 10 nach 10. Und wir sind im Wald unterwegs. Und ja, also diese Woche bin ich noch krankgeschrieben. Kann Gott sei Dank wieder Auto fahren. Das heißt, wir können auch mal woanders hin. Und das ist ganz angenehm. Hier liegt noch ein bisschen Schnee. Nicht sehr viel. Bei uns hat es auch generell nicht so viel geschneit. Also hier im Wald liegt schon noch ein bisschen mehr als bei uns unten. Aber ja, das ist schon so fast alles, was hier runterkam. Also ein bisschen mehr hätte sein können, aber nun gut. Lieber so als viel zu viel. Ja, heute ist es recht windig, deswegen hoffe ich, ihr könnt mich die ganze Zeit gut verstehen. Aber wie ihr wahrscheinlich auch gesehen habt, strahlend blauer Himmel. Also richtig toll. Und dann natürlich mit Schnee ist das besonders super. Also, so kann es bleiben. Fanny sieht man da vielleicht so ein bisschen. Ist mit der Sonne und dem Kontrast ein bisschen schwierig. Die hat auf jeden Fall Spaß hier im Wald. Ich muss heute auch noch mal beim Tierarzt anrufen. Wir sind wieder dran mit ein paar Impfungen. Und ja, ich wollte euch aber ein bisschen was von dem, was ich letzte Woche gebloggt habe, einblenden. Denn ich habe mit Fanny mit der Pfeife fürs Dummy-Training angefangen. Da gibt es ja verschiedene Pfiffe quasi, die man dem Hund beibringen kann. Bis jetzt hatten wir mit der Pfeife immer nur den Rückruf. Das klappt auch super. Also sie kommt wirklich jedes Mal. Und jetzt hatten wir mit dem Stopppfiff angefangen. Der Stopppfiff ist quasi dafür da, dass man den Hund stoppen kann. Ja, also es ist bei uns ein zweitoniger Pfiff, also zwei kurze Pfiffe hintereinander und der Hund soll sich dann setzen. Das heißt, egal in welcher Situation er ist, wie weit er weg ist, es wird gepfiffen und dann kann man den Hund quasi im Dummy-Training neu sortieren, wo er vielleicht doch lang soll, vielleicht soll er weiter rechts suchen oder so. Und ich denke, für den Alltag ist es eigentlich auch nicht schlecht. Fanny kennt ja schon das Signal Stopp und Warte. Stopp ist bei uns wirklich der Notausstieg. Da muss sie wirklich genau an dem Punkt ausharren. Ob sie sitzt, steht oder platzt, ist eigentlich egal. Aber sie muss genau dort bleiben. Und das Warte ist bei uns eher so ein, dass sie in dem Bereich, also dass sie nicht weitergehen soll, bis man bei ihr ist, sondern halt, dass sie in dem Bereich halt bleibt. Aber sie muss halt nicht an der Stelle bleiben. Sie darf auch schnüffeln bei dem Stopp. Ist wirklich an der Stelle ausharren, bis das nächste Kommando kommt. Das heißt auch nicht, dass ich sie da unbedingt abholen muss, sondern ich kann es auch weiterschicken. Und wie ich ihr das beigebracht habe, wollte ich euch einmal zeigen. Ich hoffe, ich vergesse es nicht, hier reinzuschieben. Ich habe jetzt hier diverse Leckerchen dabei. Also ich habe jetzt nichts Bestimmtes mit. Ich habe halt das genommen, was ich da habe. Ich habe jetzt hier solche Fischleckerchen, wie man unschwer erkennen kann. Die sind übrigens auch richtig gut. Fanny mag die sehr gerne. Und ich weiß nicht, wie ich euch das zeigen kann. Ich versuche euch mal in der Hand zu halten. Pfeife, wie gesagt, am Start. Und dann hole ich sie mir mal hierher, mache den Doppelpfiff, gebe ihr das Zeichen für Sitz. Wenn es geht, das Handzeichen, wenn es reicht. Und dann kriegt sie einen Keks, wenn sie es macht. Das ist der Plan. Mal gucken, ob es funktioniert. So, Hund ist da, Pfeife ist da. Hund sitzt schon, ist natürlich schwierig. Wir müssen sie jetzt erstmal aufstehen lassen. Fanny, steh. 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 Warte. So, ein bisschen Abstand. Oh,
kann ich stehen. So, die ersten zwei, drei Male. Fanny steht halt sehr gerne auch bei den Temperaturen. Deswegen bei dem Leckerchen immer ein bisschen aufgestanden. Wir gehen jetzt mal ein Stückchen und dann machen wir das nochmal. Ich glaube aber, dass sie es ziemlich schnell drauf hat. Ich halte wieder in den Mund. Gut! Fanny, steh! Steh! Warte! Gut! Was ihr nicht seht, ist das Handzeichen von mir. Ich versuche euch das mal mit aufzunehmen. Fanny, steh! Warte! Steh! Warte! Steh! Warte! Warte! Steh. Gut. Warte. Steh. Steh. Warte. Fanny hat hier oben immer ihre 5 Minuten. Hier unten ist ja die große Wiese, die momentan voller Schnee ist, mit der herrlichen Aussicht. Ich glaube, man sieht es gerade gar nicht. Ja, die Wiese ist ja auch komplett eingezäunt. Da stehen aber nie Tiere drauf. Ich glaube, hier haben mal früher Tiere drauf gestanden, also Schafe, irgendwas. Stehen sie aber schon ewig nicht mehr und die liegt immer brach, da wird kein Heu gemacht und gar nichts. Und die ist eigentlich ganz schön so, dass sie sich mal austoben kann. Hier stehen halt ab und zu mal Rehe drauf, aber ganz, ganz selten. Das gucke ich natürlich jedes Mal vorher. Und ja, da so drumherum, wie man es sehen kann, da so, da ist auch ein Jägerstand. Also ich denke mal morgens, also das hatte ich mir ja mal ganz fest im Sommer vorgenommen, wenn es morgens warm ist und dann noch morgens noch nicht. Ihr wisst, was ich meine. Also so beim Sonnenaufgang kann ich mir gut vorstellen oder in der Abenddämmerung, dass hier viele Rehe sind. Das werden wir im Sommer auf jeden Fall mal machen. Wenn noch so der Tau auf der Wiese liegt. Ist natürlich richtig schön. Ja, leider ist hier die Wiese um die Uhrzeit noch nicht in der Sonne. Die kommt erst später rum. Beziehungsweise ist, glaube ich, momentan auch noch nicht hoch genug. Die ist ja jetzt da. Und die muss halt über die Bäume rüber, damit die Wiese halt beleuchtet wird. Das wäre halt super für Fotos. Ich habe hier letztes Mal Fotos gemacht und die sind einfach definitiv zu dunkel geworden. Ich habe auch nicht so ein lichtstarkes Objektiv. Und ja, deswegen hat das nicht so ganz hingehauen, wie ich es wollte. Und ja, hoffe, dass das im Sommer wieder ein bisschen anders aussieht. Aber es ist halt richtig herrlich, trotzdem im Wald. Ein bisschen Sonne zwischendurch, das ist halt richtig toll. Ja, heute steht nicht mehr so ganz viel an. Ich war eben gerade schon, bevor wir Gassi gegangen sind, bei der Post und einmal kurz ein bisschen was einkaufen. Ich muss ein bisschen aufräumen gleich noch.
darf es natürlich nicht übertreiben. Das hatte ich nämlich letzte Woche. Da habe ich ein bisschen zu viel gemacht und dann ist meine Hand gleich ganz dick angeschwollen. Das ist nicht so schön. Und ich möchte ja nächste Woche gerne wieder arbeiten gehen. Dementsprechend muss ich halt ein bisschen aufpassen. Aber ein bisschen aufräumen geht natürlich schon. Ich muss ja auch gucken, dass sich die Finger alles bewegt. Also die Motorik so ein bisschen, die Feinmotorik ein bisschen in Gang kriege. Ja, und dementsprechend steht das heute an. Und sonst heute nicht mehr viel. Ich weiß nicht, wie weit ich euch immer mitnehme, weil es halt auch immer nicht so spannend ist. Ich habe allerdings ein paar Sachen bestellt, die schon angekommen sind. Die kann ich euch auf jeden Fall zu Hause gleich mal zeigen. Und morgen gehen wir mit Simba Gassi. Simba kennt er ja mittlerweile schon. Mal gucken, vielleicht kann ich euch da ein bisschen mitnehmen. Treffe ich mich mit meiner Freundin und dem Hund und dann wollen wir in den Wald gehen, dass wir auch mal ein bisschen rauskommen, weil so langsam reicht es echt. Ja, jetzt gehen wir noch das letzte Stück und dann geht's nach Hause. So, wir haben es jetzt mittlerweile 10 nach 12. Ich habe gerade Mittag gegessen. Der Spaziergang ist schon erledigt gewesen, habt ihr ja gesehen. Und ich hatte ja gesagt, ich muss ein bisschen aufräumen, denn hier sieht es echt chaotisch aus. Der Fernseher läuft auch. Und schaut euch mal das Chaos da an. Da ist der Hund, das ist kein Chaos, aber hier, das bleibt halt immer vom Wochenende übrig. Und hier auf dem Tisch liegt auch noch einiges, was weg muss. Das heißt, wir räumen jetzt einmal auf. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin ja immer sehr für mehr Realität auf Instagram und YouTube. Deswegen zeige ich euch jetzt mal, was nicht so erfreulich ist. Ich war gerade kurz außerhalb der Wohnung, war kurz oben bei meinen Eltern und habe Fanny hier unten alleine gelassen. Und Fanny geht wirklich nie an den Tisch. Auch nicht, wenn das da das Leckerste zu essen draufsteht. Wir haben ja hier den kleinen Wohnzimmertisch, den ich vorhin aufgeräumt habe. Und ich bin spontan kurzfristig hochgegangen, deswegen habe ich auch nichts abgeräumt. Das hat Fanny dann für mich erledigt. Und zwar lag auf dem Tisch vorher meine Packung mit Erdnusskeksen. Da war noch die Hälfte drin, das heißt so 5 Stück, also 100 Gramm. Und als ich wiedergekommen habe, lag nichts mehr auf dem Tisch. Ich habe das Papier auf dem Boden gefunden. Gott sei Dank hat sie das Plastik nicht mitgefressen. Aber, wie ihr sehen könnt, wunderbar ausgeleert. Das heißt, Fanny hat sich mal eben selbst bedient. Das hatten wir wirklich noch nie. Also einmal vielleicht, dass sie mal irgendwas runtergemopst hat, aber so in den letzten Jahren gar nicht. Ja, und dann lag sie hier auf dem Sofa, als ich wieder reingekommen bin und hat sich gefreut, als wäre nichts gewesen. Das heißt, ich habe jetzt keine Erdnusskekse. Der Hund hat dafür einen dicken Bauch. Und ich muss mir jetzt mal überlegen, dass ich hier nichts mehr auf den Tisch liegen lasse. Hier ist Gott sei Dank keine Schokolade bei gewesen, aber natürlich ordentlich Zucker und Salz und Erdnuss und alles Mögliche. Das heißt, dass sie sich jetzt selbst bedient hat und ich nicht weiß, wie das ihr Magen verträgt, weil das natürlich keine Hundekekse waren, wird der Hund heute kein Abendessen bekommen.
Ich kann mir das eigentlich auch nur erklären, dass sie ein bisschen Kohldampf hatte, weil sie heute Morgen nicht so viel zu fressen bekommen hat, weil sie gestern ein bisschen erbrochen hat. Das hat sie manchmal, wenn sie halt zu gierig ihren Knochen isst, dann kam auch ein Stückchen Knochen mit raus und deswegen kriegt sie dann am nächsten Tag, beziehungsweise den Tag, wo es passiert ist und den Tag drauf immer nur ein bisschen Futter. Ja, wahrscheinlich war es ihr einfach zu wenig. Und dann hat sie sich mal eben selbst bedient. Du bist ja ein ganz schöner kleiner Schelm. Ich rede mit dir. Okay. Fanny. Die weiß, dass sie Scheiße gebaut hat. Ja. Das mal dazu. Das wollte ich euch einmal kurz zeigen, weil auch das gehört zum Leben dazu. Es läuft nicht immer alles perfekt. Nichtsdestotrotz wollte ich euch ja noch zeigen, was ich bestellt habe für Fanny. Das kam letzte Woche an. Ja, es ist ein bisschen mehr. Ich zeige euch einmal alles, was ich neu habe. Also ein kleiner Haul. Ein Mini-Haul. Und zwar habe ich mir zuallererst einmal wieder etwas bestellt für die Gesundheit. Und zwar ist das von Vetevo. So ein Wurmtest. Also das sind so Stuhlproben, die man beim Hund macht, damit man nicht entwurmen muss. Also ich habe jetzt Fanny, glaube ich, das letzte Mal 2018 im Januar oder so entwurmt. Und seitdem lassen wir den Kot untersuchen. Und sollte da was drin sein, wird sie natürlich entwurmt. Aber ja, wir hatten so dieses so Chemie reinstecken, wenn da nichts ist. Also wir haben ja auch keine Kinder, also es ist ja auch nicht so schlimm dann. Bei Kindern würde ich es, glaube ich, also wenn Kinder im Haushalt leben, würde ich auf jeden Fall entwurmen. Aber so brauchen wir das nicht, es sei denn, da kommt irgendwas. Aber bis jetzt war immer alles gut. Und ja, der Test kam am Samstag, glaube ich, an. Und das Ganze werden wir nächstes Wochenende machen, also Freitag, Samstag, Sonntag. Dann geht es Montag direkt in die Post und ist dann Dienstag da. Und dann könnt ihr es, glaube ich, am schnellsten untersuchen. So steht es zumindest auch drin. Das ist jetzt, glaube ich, der zweite oder dritte Test, den wir machen. Und ja, dementsprechend sind wir davon überzeugt. Es gibt da mittlerweile auch eine App. Genau, ihr könnt mir mal schreiben, ob ihr sehen wollt, wie das Ganze funktioniert, wie die Packung aufgebaut ist und so weiter. Das könnt ihr mir mal unten schreiben oder vielleicht auf dem i, wenn ich dran denke. Und dann können wir das zusammen machen. Dann habe ich mir zwei Bücher gekauft. Und zwar dachte ich, ich habe das Buch, aber anscheinend habe ich es doch nicht bestellt. Zumindest sagte mir mein Amazon-Bestellverlauf, wo ich die Bücher immer kaufe, nicht, dass ich es gekauft habe. War aber letztes Mal auch schon auf der Suche danach, weil ich der Meinung war, ich habe es bestellt. Und zwar ist das das Cavaletti-Training für Hunde. Hatte ich euch, glaube ich, schon mal was drüber erzählt. Und wir machen ja ziemlich viel Cavaletti-Arbeit. Und ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht reingeguckt. Kann euch also dazu noch nichts sagen. Und wo ich auch noch nicht reingeguckt habe, was sogar noch in der Folie ist, ist das Buch, das nennt sich Shapen. Shapen ist ja quasi so das freie Formen und Verstärken von Verhaltensweisen, die der Hund halt anbietet. Und das fand ich mal ganz interessant, weil Fanny ja doch ziemlich viel anbietet und wir dementsprechend halt auch schon ein paar Tricks aufgebaut haben und ich das noch ein bisschen intensivieren möchte, beziehungsweise mal gucken möchte, ob wir das ein bisschen ausbauen können. So, und dann habe ich hier noch ein Paket. Das habe ich mir auch bestellt, also es ist hier nichts gesponsert. Wäre schön, weil das nächste war etwas teurer. Und zwar habe ich bei Five Needs bestellt. Also Five Needs nennt sich das. Findet ihr im Internet. Und da gibt es ganz tolle Spielzeuge. Die haben, glaube ich, hauptsächlich auch diese Agility-Menschen. Also habe ich zumindest schon ganz oft im Agility-Bereich gesehen. Das sind halt Zerr-Spielzeuge vor allen Dingen. Es gibt auch andere Sachen, aber ich habe halt da geguckt wegen den Zerr-Spielzeugen. Und wie ihr seht, Fanny schaut da schon. Sie findet die nämlich richtig, richtig toll. Und zwar habe ich mir Fell-Zerr-Spielzeuge geholt. Und zwar ist das hier einmal Kaninchenfell. Weiß, Kaninchen, aber ganz ehrlich, der Hund kriegt auch Pferdefleisch, also von daher ist es mir lieber, wenn die komplett verarbeitet werden. Also das nennt sich irgendwie Tuck Enough Dog Gear, genau, Interactive Training Aid. Könnt ihr ja mal vorbeigucken, die sind eigentlich richtig cool. Und das ist jetzt allerdings der Rabbit Skin Bungee Tag. Und zwar hat das hier so eine so ein Dämpfer quasi, also der Hund kann da richtig ziehen und halt hier unten ein Dummy mit Fell dran, also Kaninchenfell. Und dann habe ich mir noch so einen Ring geholt,
Den finde ich ganz cool. Gerade auf dem Hundeplatz wird der wahrscheinlich im Einsatz kommen. Da kann sie sich richtig reinhängen. Und bei Fanny ist es halt oft so, dass sie halt in diese Schlaufen reinbeißt. Und ich erhoffe mir, dass sie halt lieber ins Fell beißt. Und hier ist es natürlich deutlich cooler mit zum Zergeln. Und das hier ist übrigens Schaffell. Das nennt sich Sheepskin Bungee Ring. Falls ihr das auch sucht. Und eine dritte Sache habe ich mir noch gekauft. Das fand ich ganz cool. Habe ich auch in so einer Form schon. Und zwar ist das so eine Tasche. Keine Ahnung, was das für Material ist. Aber hier oben sind halt so Clips dran. Das heißt, man kann das so einwickeln, so groß, wie man das dann haben will. Und dann zumachen. Und das Ganze ist wasserdicht. Das heißt, wenn der Hund die Fellsachen durchgesabbert hat, kann man das in die Tasche reinpacken und dann in seinen Rucksack oder in seine Dummy-Tasche und es wird nichts schmuddelig, auch wenn man da die Kamera drin hat. Ich habe nämlich solche Taschen auch, die sind nicht ganz so hart vom Material, aber auch wasser- und luftdicht für meine Kamerasachen oder für meine ganzen Techniksachen. Wenn wir in der See sind oder es regnet, dann kommen die in so eine grüne Tasche rein und das finde ich richtig cool und damit ich nicht durcheinander komme, weil das andere soll ja quasi den Schmutz außen abhalten und diese Tasche soll ja quasi den Schmutz innehalten. Deswegen habe ich mir die jetzt nochmal gekauft, damit ich das besser unterscheiden kann. Ja, das ist so ein kleiner Haul gewesen. ja. Genau. So, ich fahre jetzt nochmal gleich kurz einkaufen. Fanny denkt nochmal über ihre Schandtaten nach, mal ja meine Kekse weggefressen zu haben. Mein Gut, dass ich einkaufen erst jetzt fahre, weil dann kann ich mir neue Kekse mitbringen. Ja. Und dann weiß ich gar nicht, ob wir uns noch sehen, weil der Hund kriegt ja jetzt heute kein Essen mehr. Ist das ein bisschen zu riskant, nicht, dass sie dann doch jetzt noch die Kekse wieder rausbefördert und ich stopfe da noch was drauf. Das muss wahrscheinlich nicht sein. Ja, aber dementsprechend bin ich jetzt erstmal weg.